Wir sind hier in einer speziellen Gestaltungsabteilung von der Firma Stempli oder der Stempli Gruppe, wo im Moment gerade der Pauli druckt und bindet. Emma hat fast das ganze Rezeptbuch durchgestaltet. Genau. Kannst du uns schnell erklären, in was für einer Abteilung das wir sind? Wir sind hier bei der Next Gen. Das ist eine kleine Firma in einer Firma, quasi gemacht für uns Lernende. Wir sind Polygraphen, Mediamatiker und KVler, die hier bügeln, zusammen mit der Olli als unser Coach. Genau, also wir sind zuständig, also was hier wichtig also gemacht wird, ist, dass wir lernen, wie man Kundenkontakt aufbaut, wie man eine Offerte selber erstellt, wie man ein Projekt von A bis Z begleitet. Genau, das ist der nächste Abteilung. Oliver, was ist du bist ja verantwortlich für das. Was ist der grosse Gedanke hinter diesem Projekt? Ja, der Grundgedanke, warum dass wir das überhaupt aufgezogen haben, ist, dass wir unseren Lernenden ein bisschen mehr bieten wollen, als nur gerade im Lehrplan hineinsteht. Uns ist wichtig, dass sie möglichst gleich auch lernen, selbstständig zu arbeiten, dass sie merken, wie der Markt tickt, was es braucht, für erfolgreich zu sein. Und darum haben wir vor rund 4,5 Jahren jetzt die Abteilung eigentlich aus dem Boden gestampft. Genau. Du hast, glaube ich, gerade noch deinem eigenen Leib erfahren, so ein riesiges Projekt. Du hast den Pauli durchgestaltet mit der Christiane Pauli zusammen und zwar Genau. die ganzen Korrekturen übernommen, die neuen Kapitel eingefügt. Wie ist das gewesen für dich? Also, das war definitiv eine sehr lehrreiche Zeit gewesen, aber auch intensive Zeit. Das ist etwas, das ich noch nie habe, also in diesem Umfang durfte übernehmen. Es ist etwa 9 Monate gegangen. Das heisst definitiv eine Zeit, wo viele Ups und Downs drin waren. Was ich aber definitiv gelernt habe, ist, wie man mit Kunden umgeht, in so einem Fall. Weil normalerweise haben wir einen Auftrag in der Next-Gen, wo, wie sagt man das, wiederholend immer kommen. Das heisst, man tut das Wissen direkt weiterleiten. Hier hingegen musste ich wie das, was ich schon gelernt habe, einsetzen, ohne das Vorwissen von diesem Projekt, weil das Buch ist schon vor ein paar Jahren gemacht worden und erst jetzt wieder aufgenommen worden. Dementsprechend musste ich lernen, wie man mit Kunden umgeht, wie man das Projekt leitet, das super Arbeiten, strukturiertes Arbeiten. Zusammen mit dem Oli Glaser natürlich, er hat den Überblick behalten. Einfach, dass ich, wie sagt man das, nicht nur allein das Zeug mache und allein. Wie sagt man das? Es kann sein, dass über die Monate, dass ich vielleicht etwas nicht sehe. Und wenn Oli zum Beispiel den Überblick behält, könnte er auch seine Inputs hinzufügen, natürlich auch mit anderen Leuten. Das ist definitiv das, was ich während des Projekts gelernt habe. Oliver, was bringt das der Stempli? Das ist ja nicht ganz ohne, so etwas in die Welt setzen, das funktioniert tatsächlich wie eine eigene Firma. Sie müssen selber die Aufträge reinholen, es gibt eine eigene Homepage, es ist ein Unternehmen im Namen. Was hat Stempli davon? Primär machen wir das eigentlich, dass wir unseren eigenen Nachwuchs herziehen können, sage ich jetzt mal. Man hört überall, Fachkräftemangel ist ein Riesenthema. Wir haben gefunden, wir fangen bei uns selber an. Ja, und inzwischen ist es tatsächlich so, dass in der Medienvorstufe oben nachher diverse Leute arbeiten, die hier die Lehre gemacht haben. Genau, das ist so wie der Hauptgedanke. Ja. Emma, für Polygraphen haben die auch ein Lehrbuch? Ja, wir haben ein Lehrbuch. Unter anderem, wir haben diverse Lehrbücher. Das wäre einer für eine Farbenlehre, die wir haben. Für eine Typografie haben wir ein Lehrbuch. Und die tun wir auch hauptsächlich nachher auch für eine Abschlussprüfung anwenden. Genau. Okay. Und was hat das mit dir gemacht? Irgendwie 800 Seiten Rezept, nächste Lehre hoch.
Küche, Entschuldigung. Also was ich gesehen habe, ist einfach die Küchensprache, die ich nicht kennt habe. Das, was ich halt in Oberstufe gesehen habe, ist immer so das Tip-Top-Buch, das halt das Typische ist für jeden, der vielleicht in die Schule geht und Kochunterricht hat. Aber das hier ist definitiv ein anderes Niveau, wo ich diverse Wörter durfte kennenlernen, die halt auch speziell sind zum Aussprechen. Aber das fand ich noch recht spannend gefunden. Das war auch sehr wichtig für Christiane und für Lukas Pem, dass man das auch korrekt behaltet, weil das ist einfach der Umgangssprache, die man im Küche hat. Und wenn man das irgendwie anders macht, könnte es sein, dass man das irgendwie nicht versteht. Irgendwie. Also das habe ich noch recht. Das hat mich mitgenommen. Und natürlich halt über so viele Seiten, weil das ist ein Haufen Rezeptseiten. Genau. Emma, Oliver, ein wahnsinnig tolles Projekt und ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Merci dir. Gerne.